Eine Produktion kommt zum Erliegen. Kommt und habt Teil. Der Venus-Bonus ist sogar noch besser als die Statue. Oder? Oder lassen wir das eine einfach unumwunden an das andere anschließen? Wahrscheinlich nicht. Wir könnten auch stattdessen die beiden Dinge einfach jeweils zum einen verschieben. Und dann hätten wir beides hier. Probieren wir das mal. Was kostet denn die Welt? Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Wir haben noch kein Schiff hier? Dann ja. Ein Haufen Pelze. Haben wir gerade irgendwo so ein orientalisches Schiff, das kurz machen kann? Wir schicken einfach die orientalische Flotte und die regelt das dann. Wo ist jetzt unsere Statue? Ja, die goldene Statue. Ich finde, das geht sogar. Jetzt müssen wir natürlich mehr denn je irgendwas dazwischen setzen. Und können wir vielleicht das hier ein bisschen paketieren, damit es besser aussieht? Nein, da können wir den Untergrund nicht überarbeiten. Gut, hier muss jetzt aber definitiv mehr denn je etwas dazwischen. Was nimmt man da? Ich überlege gerade, mit den Wassergräben zu arbeiten. Das Problem ist, das wird nicht wirklich funktionieren. Warte mal ganz kurz. Ne. Das wird nicht funktionieren. Wir könnten mit Brücken arbeiten. Aber lieber nicht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wir könnten ganz regulär Bäume hier hinsetzen. Und vielleicht ist das sogar die beste Vorgehensweise. Wir könnten einen Löwen dazwischen setzen, auf beiden Seiten des Löwens Blumen setzen. Damit haben wir hier so ein etwas offenes in die Richtung in der Innenstadt und dann können wir hier herum an Bäume ziehen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre es wirklich das Beste, einfach mit den Straßenbäumen zu arbeiten. Die Ecken zwar dann direkt halt an, aber das muss uns ja nicht stören. Ganz im Gegenteil. Das ist vielleicht sogar das, was wir genau das, was wir haben möchten. Aber nur vielleicht. Möglicherweise können wir auch einfach hier mit einem Fresko arbeiten? Ich bin mir nicht sicher. Es wäre zu abgeschlossen. Zu erdrückend. Noch eine Statue wäre vielleicht übertrieben. Aber ich gebe uns die Option hier aus. Wir könnten solche Zäune noch dazwischen setzen, aber lieber nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe schon ein Gefühl, wie wir das Ganze hier um die Kathedrale herum alles ein bisschen einrichten können. Wir können mit Kübeln arbeiten. Kübeln in die Ecken.
Nicht zwangsläufig mit den Mandelbäumen, aber... dann irgendwas dazwischen, so normale Feldblumen. So machen wir das. Vielleicht lassen wir diesen Bereich hier noch frei, damit das so als Platz direkt zum Dom aufgeht. Und dann haben wir es ja abgeschlossen in diese Richtung offen. Ich glaube, das könnte sich besser machen. So. Dann arbeiten wir mit normalen Nordblumen. Mit weniger subtilen normalen Nordblumen. Ein paar von die subtilen können auf die Innenseite. Soll der Kern der ganzen Angelegenheit sein. Machen wir den Bereich, den können wir platzieren oder wir setzen da irgendwas anderes hin. Ach, hier haben wir schon eine Blume stehen. Wie geht's eigentlich voran mit unserem werten Leuchtturm? Nicht mehr lange. Und dieser Bauabschnitt kann vollendet werden. Ich möchte, denn je schneller wir dieses Häufchen Elend hier abreißen können, desto glücklicher werde ich sein. Dann können wir es ein bisschen Schub geben, wenn wir noch weiter planen. Nein, eine Hecke, definitiv keine Hecke zum Dom hin. Da sollte eigentlich überhaupt keine Abtrennung sein. Einmal... theoretisch ja, praktisch ist das Spiel nicht dafür. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wir könnten theoretisch noch die ganze Stadt mit Laternen verzieren. So, hier ein bisschen den Weg erleuchten. Die Ecken um den Dom herum erleuchten. Darauf ist gehört? Nö. Habe ich schon präventiv auf mal gehört, dass mein Handy mir irgendwas erzählen möchte. Irgendwas Irrelevantes scheinbar, aber dennoch. Südblumen hätten wir theoretisch auch verwenden können. Die stechen aber ganz schön hart ins Auge. Oh Gott, das brennt sich in die Augen rein. Die sind zu subtil, die sind... passend eigentlich. Haben wir sonst etwas, was wir dazwischen setzen können? Wir können jetzt nur mal die normalen gekübelten Blumen dazwischen setzen. Und ich glaube, die machen sich hier sogar ganz gut. Nicht mehr lange und diese Moschee wird vollendet sein. Ich bin nicht überrascht, dass es für eine Moschee hält. Befehl? Soll der Bau des Monuments fortgesetzt werden? Oh ja. Bau ist zu Ende. Mosaik und Werkzeug. Die Arbeiter sind willig. Doch so kann der Bau nicht vollendet werden. Arbeitet. Wir wollen einen Leuchtturm haben. Die Arbeit auf der Baustelle ruht. Wirklich schade. Wir haben noch die Entermannschaft nicht aufgenommen. Spiel gesichert. Welches Schiff geht? Dieses Schiff sind ja. Das flüchtige Schiff ist ein Korsarenschiff und eskortiert. Ich hab's mir doch gedacht. Die Aufträge sollen uns aber nicht wirklich interessieren. Was uns wirklich interessiert, ist einfach der Aufbau unserer Stadt. Die muss einfach richtig hübsch werden. Und ich finde, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Zierfelder, mit denen werden wir eine ganze Menge arbeiten.
das passt perfekt. So. Da kommt hier ein Brunnen rein. Ein dörflicher Brunnen. Er soll von mir aus direkt ans Feld hier anschließen. Und mal gucken, was für einen Platz wir da drunter legen können. Wir hinterlegen den mit so einem orientalischen Platz. Und haben vergessen, den Anschlussfeuer richtig zu machen. Außerdem sieht es mit dem orientalischen Platz doch ganz schön beschissen aus. Und dann setzen wir den Brunnen doch lieber eher mittig. Ich dachte, wir sind gerade ganz gewieft, aber nein, sind wir nicht. Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Wo ist jetzt Dorfbrunnen oder Stadtbrunnen? Wir setzen einen Dorfbrunnen hier mit normalem Untergrund. Binden den an die Straße an. Überbauen ist das mit einem Platz, der nicht zu sehr in die Augen sticht. Der ist bisher irgendwie mein Lieblingsplatz gewesen. Der sticht jetzt aber nicht mindestens in die Augen. Es muss auch zur Farbgebung des Brunnens selbst passen. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Da hat man hier hinterm Armhaus nämlich so ein kleines Gemüsefeld, wo sie da selber was anbauen können. Das gleiche können wir hier theoretisch auch machen. Also sozusagen einfacher Ausweg. Hier müssen wir noch weiter werkeln. Hier kommen halt überall Bäume hin. Theoretisch können wir bei den diagonalen Straßen auch noch irgendwie Bäume langziehen. Damit müssen wir uns das einfallen lassen. Dann bin ich nämlich dann nicht glücklich. Hier ins Netz gegangen. So, und ziehen wir dann mit einer Straße. Da muss was hin und hier müssen wir irgendwas in die Seiten reinsetzen. Was da hin muss, wiederum weiß ich noch nicht. Auf. Ich weiß es jetzt. Jetzt glaube ich das. Unser Swimmingpool! Unser persönlicher Swimmingpool sitzt einfach da hinten drin. Mit Badespaß und allem. Was wir hier mitmachen. Passt auf. Wo haben wir es? Ne, wir setzen einfach ein Fresko dazwischen. Wir benutzen die Fresken sonst nie. Wenn wir die jetzt dazwischen setzen und die Enden der Fresken, zumindest die vorderen Enden, die hinteren, die stören niemanden, werden dann mit diesem Heckenübergang verbunden. Na, da war's. Da ist es gerade. So. Das ist tragbar. Ausgesprochen vertretbar. Wir machen das gleiche nochmal. Und zwar hier. Und dann kommen in die Ecken hier nämlich irgendwelche Bäume rein. War so geplant. Nein, die Hecken auf keinen Fall. Wir arbeiten mit den regulären Hecken. Da und da können wir da Zierfelder oder Zierbäume reinsetzen. Im Kübel würde ich sagen. Im Kübel. Ich mag die Grünbäume ganz gerne. Aber komm. Wir sind hier her, wir gönnen uns ein paar Dattelpalmen. Geht's hier langsam voran? Nimmt dieses Bauwerk zu langsam an. Übrigens, Jagdflotte, wenn wir schon unterwegs sind. Wo ist das
Jagdschiff. Ist aber natürlich mal richtig im Kopf. Es war... Ich weiß nicht, welches der Schiffe, die Intermannschaft an Bord hatte. Die Meira. Holt euch das. Gut, dann hier. Wird einfach erst mit Landkalmauern zugearbeitet. Das ist einfach die Go-To-Antwort für alle Probleme. Landkalmauer. Nicht für Venedig, sondern normale. Das löst einfach all unsere Probleme. Gerade kostet meine Luft auf. Und das ganze Gebiet bleibt damit ein Hafen. Dann lassen wir die Ecke einfach da sein, wo sie gerade ist. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ach ja, das passt nicht rein. Dabei war der Erfolg zum Greifen nah. Eine reguläre Kalmauer also wieder hinsetzen, dass wir die Ecke wieder kriegen. Oder so, auch gut. Und wir haben noch Dinge, die jetzt gefüllt werden müssen. Weiß nur um Himmels Willen noch nicht wie. Hier kommen Kisten hin. Manche Dinge sind einfach offensichtlich. Im Zweifel kommen natürlich einfach Lagerhäuser hier rein. Aber wir brauchen keine Lagerhäuser mehr, also wäre es Schwachsinn. Vor allem, wenn wir einfach hier Lagerhäuser hinsetzen könnten. Im Zweifel. Nein. Wo haben wir es? Im Zweifel kommt da einfach die Landhandelsgilde hin. Der Lama kann wieder gehen. Es ist ein Zeichen des Himmels. Sachen gibt's. Wir lösen das Problem hier erstmal damit, indem wir hier einfach nur kurz mal so einen Marktplatz irgendwie so aufstellen. Und eine Fläche paketieren oder setzen wir hier irgendwie ein Theater hin einfach. Aus purer Willkür. Nein, eine Hafenwacht vielleicht. So eine kleine Burg. Die den Hafen beschützt. Das lässt sich sehen. Müssen wir schauen, was wir hier mitmachen. Diese Angelegenheit, ich würde sagen, unsere übliche Antwort, Landkeimauer. Warum geht das hier nicht? Muss er vielleicht eine echte Kalmauer? Der Sultan wäre erfreut. Würdet ihr mir diesen Dienst erweisen? Warum? Sonnenfinsternis. Die Astrologen und Sterndeuter sagen also hier ein sehr seltenes Ereignis voraus. Eine Sonnenfinsternis wird kommen und den Himmel verdunkeln und weißes voraus. Ein Kerzenvorrat für die paar Minuten? Ach, das ist doch behindert. Sonnenfinsternis, die sind ein paar Minuten, dann ist es vorbei. Verdammt, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da muss eine echte Keimauer hin. Diese
Dieser bedeutsame Auftrag, wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. So, jetzt wo die Straße da nicht mehr im Weg steht. Die Anbindung existiert nach wie vor. Müsste die Landkamera noch Steinstraße, so, Problem gelöst. Hier noch nicht, aber hier hätten wir es anders regeln müssen. Wir müssen die Landkamera dann nämlich vom Hafen heranziehen. Nein, müssen wir nicht. Egal, sieht trotzdem gut aus. Setzen wir noch ein paar reguläre Marktplätze hin. Also so Handelsstände. Die Details bleiben besser unter uns.